Hi, neue Runde, neues Glück. Wollen wir mal beginnen hier? Ich nehme erstmal die ganzen Rohstoffe. Wir waren ja in der letzten Runde bei einer Stelle gewesen. Ja, und da hat sich einiges wieder angesammelt. Genau, Glas. So. Also umso größer das Gebiet ist, umso mehr muss er aufbauen, umso mehr hat er Probleme beim Starten. Da ist mir schon aufgefallen. Ja, aber sollte ja jetzt nicht das Problem sein. So, ich muss das mal wieder bei mir den Ton runterdrehen. Weil sonst brülle ich mal wieder hier. Habe ich keinen Bock drauf. Rohstoffe. Habe ich Rohstoffe? Ja, habe ich. Das war jetzt alles an Rohstoffen ist. Ja, Gott. Rohstoffen ist. Was ist das? Ah, meine Fehlsprache. Baumwolle haben wir nicht. Klebeband. Sieht nicht so aus. Komponenten, Hammer. Waffen und so weiter ist wieder vorne. Leder haben wir nicht. Gummi haben wir. Das weiß ich. Hei, hei. Medizin haben wir auch. Kleidung eventuell, beides sicher Stoff, kann ich gar nicht sagen. Aber Glas haben wir. Lebensmittel haben wir die. Ne, diesmal haben wir keine Lebensmittel, irgendwie merkwürdig. Ballistischer Stoff. Ballistische Faser. Hier. Mensch, war ja doch was gewesen. Kleidung. Haben wir einmal Schwarzpulvergürtel in Waffen, Wertsachen, nicht dass mir bekannt ist, Chemie auch nicht, Stoff aber. Stoff haben wir da. So, dann haben wir hier wieder die Waffen, die kommen dann hier rein mit dem Schwarzpulver und so weiter. Draußen kommt dann Metall, Holz haben wir hier, das kann ich hier rausschmeißen. Gut. Mehr ist nicht da, auf dem Boot auch nicht, auch am Metall und so weiter. Auch wenn wir hier bald wieder neue Regale bauen können. Aber ich war heute noch ein bisschen unterwegs gewesen, um einfach mal aus der Wohnung rauszukommen. Ja. War ganz interessant. Nicht viel erlebt, aber Hauptsache raus. Das war so für mich wichtig gewesen. Und jetzt sind wir ja quasi, jetzt bin ich wieder hier. Meine Tochter wird heute von ihrer Freundin abgeholt. Ach, ist das schön. Das heißt, ich kann jetzt noch eine halbe Stunde spielen. Und dann werde ich mich an die Wohnung machen. Schlafen reicht nicht mehr aus. Also mich mal ein bisschen hinlegen und so weiter. Die Zeit reicht nicht dafür. Aber gut. Schlafen ist überbewertet. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Ja, nebenbei esse ich immer noch was. Weil ich habe den ganzen Morgen nicht gegessen. Nee, Rohstoffe waren jetzt nicht mehr. Teile habe ich was gesehen, ja, zum Beispiel hier. Aber mehr auch nicht mehr. Baumwolle, nein. Klebeband, keine Ahnung. Nö. Aber Komponenten haben wir einmal. Wieder Leder, nein. Gummi. Einmal, genau. Medizin. War mir so in Erinnerung. Stimmt. Ballistische Faser. Ja, haben wir. Oh Mann, ja, gehen wir nicht auf den Sack. Ja, das war mal wieder diese Virenmeldung, so nach dem Motto, sie sollten ja mal ihr System komplett aktualisieren. Sie könnten ja voller Viren eventuell sein. Ja, das weiß ich auch. Das mache ich regelmäßig, nur mit einem anderen Programm. Kleidung. Keine Kleidung da, aber Wertsachen haben wir. Hier.
Chemiestoff, nein, Stoff, da. Da. Und der Rest ist Munition. Der geht hier rein. Und dann gehen wir mal zum Boot zurück und dann schauen wir uns doch mal was an. Dann schauen wir uns das mal an. Also Möbel hinstellen und so weiter und alles mögliche dahin kleistern, mache ich vielleicht eine Stunde Spiel, aber ich spiele heute nicht lange. Das weiß ich jetzt schon, weil ich bin schon etwas groggy, ich muss mich noch mal ein bisschen hinsetzen, noch ein bisschen mehr essen. Das ist schon, ja, nicht ohne. Wir sollten vielleicht mal eine Insel nehmen, die relativ neutral, die Villa. Cool. Ich war gerade etwas irritiert gewesen wegen neutral. Gut, welche feindliche Komponente würde sich dann hier freiwillig unter Wasser hinstellen, außer es wäre Atlantis. Und das wären alles Frauen und Männer. Schön. Ja, nehmen wir mal hier ein bisschen was mit, wa? Wir müssen ja nicht immer nur feindliche Gegner hier bei uns haben. Wir können ja auch mal die Unterwasserwelt hier begutachten. Das ist ja mal was Schönes. So, mal gucken, was hier so schön drin ist. Ja, nehme ich alles mit. Kann man auch hier rein? Ja, man kann auch hier rein. Wir schauen uns mal die Villa von innen an. Die hatten natürlich mal schönere Tage gehabt. Also man kann das jetzt nicht vergleichen mit dem, was mal einmal war. Oh, hi. Da ist auch noch ein Mülleimer. Da freuen sich natürlich die Fische. Aber schöne kleine Raumaufteilung, muss ich zugeben. So. Mal dieser Frosch mal jetzt, ey. Schrecklich. Erstmal hier. Und dann nochmal hier. Wir machen erstmal unten die Räumlichkeiten und so weiter. Wir haben jetzt so viele Truhen. Antibiotika und so weiter ist immer ganz gut, falls man doch mal irgendwas hat. Metallschrott. Schon wieder so ein Frosch im Hals. Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. Noch mehr Räumlichkeiten. Meine Güte. Schade, dass das Haus in der Tiefe ist. Das wäre echt so ein... Allein die untere Etage wäre was für mich. Gut. Ich gehe erstmal raus. Ich muss das Zeug erstmal abladen. Genau, bevor ich nach oben gehe. Da ist noch ein Boot, okay. Wie sieht's aus? Jetzt haben wir die Villa mit 40%. Also ist da unten noch reichlich Zeug zu holen. So, Truhe. Haben wir mal alles hier rein. Ja, wie gesagt, das so. Ist das mein Kater, der da vor der Tür? Das ist.